Hey du! In meinem heutigen Minecraft Shorts Video zeige ich dir, wie man in Minecraft ganz einfach Honig werben und auch Honig kriegen kann und was ihr dabei beachten müsst. Falls euch das helfen würde, würde es mich übrigens sehr freuen, wenn ihr mir helfen könnt, indem ihr mir mal eben schnell ein Abo da lasst, falls ihr es nicht eh schon gemacht habt. Aber ich würde fast sagen, wir legen direkt mal los und ich zeige euch, wie das Ganze geht. Um Honig oder Honigwaben gewinnen zu können, braucht ihr natürlich erstmal primär zwei Dinge, nämlich Bienen und ein Bienennest. Dabei ist es egal, ob es so ein natürlich generiertes Bienennest wie das hier ist oder ein selbstgebautes Bienennest. Eins von beiden braucht ihr aber auf jeden Fall und Bienen natürlich auch. Und um jetzt Honig herausnehmen zu können, müsst ihr hier erstmal ein Campfire drunter platzieren. Also bei beiden Nestern natürlich. Denn das Campfire macht eure Bienen freundlich zu euch und sorgt dafür, dass sie euch nicht angreifen, wenn ihr euch den Honig daraus nehmt. Wenn ihr eure Campfires platziert habt, müsst ihr euch jetzt natürlich nur noch entscheiden, ob ihr Honigwaben oder Honigflaschen wollt. Für Honigflaschen braucht ihr natürlich eine leere Glasflasche, für Honigwaben braucht ihr eine Schere. Und wenn dann eure Bienennester hier so den Honig schon raustropfen haben, müsst ihr entweder mit der Schere einmal drauf rechtsklicken, um die Waben zu kriegen, oder mit der Glasflasche einfach die Glasflasche drauf rechtsklicken, um halt entsprechend die Flasche zu befüllen. Und damit würde ich sagen, sind wir für heute fertig und das wäre es für das heutige Video. Fertig!